Nach einem besonderen Jahr 2023 stehen wir nun am Beginn der Saison und die Vegetation startet jetzt. Aktuell sind die wichtigsten Fragen für die Praxis: Wann sind welche Flächen befahrbar? Wie kann ich Bestände effizient mit Nährstoffen versorgen? Wie bekomme ich Ungräser und Unkräuter auf unbehandelten Flächen unter Kontrolle? Im neuen Feldreport für den Südwesten möchte ich diese Themen zusammen mit meinem Kollegen Ralf Becker angehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Bevor ich auf die konkreten Maßnahmen zur Ungrasbekämpfung und Düngung zu sprechen komme, möchte ich erstmal einen Blick auf den Stand der Kulturen im Südwesten Deutschlands werfen. Dort steht mein Kollege Ralf Becker. Ralf, wie sieht das Getreide aktuell bei dir in der Region aus? Hallo Jan. Im Südwesten waren die Niederschlagsmengen sehr heterogen, genau wie die derzeitige Bestandesentwicklung des Getreides. Im klimatisch begünstigten Rheingraben gehen die Bestände fast schon in die Schossphase, wobei in den Mittelgebirgsregionen die Vegetation erst in Gang kommt. Die Befahrbarkeit einiger Flächen ist nach wie vor nicht möglich und verhindert damit notwendige Feldarbeiten wie Düngung und Pflanzenschutz. Die Frage ist immer, was soll ich als erstes tun? Stickstoff düngen oder die Ungräser und Unkräuter bekämpfen? Ich würde den Herbizideinsatz vorrangig sehen. Besondere Beachtung sollte zum jetzigen Zeitpunkt die Bekämpfung der Unkräuter erfahren. Vor allem auf Standorten mit hohem Besatz und schwer bekämpfbarer Biotypen. Je kleiner die Gräser, desto besser die Bekämpfung. Die derzeitige Witterung mit guter Luftfeuchtigkeit begünstigt die Wirkungsgrade zusätzlich. Vor allem auf Flächen, auf denen aufgrund der Witterungssituation im Herbst keine Herbizidbehandlung durchgeführt werden konnte und durch den allgemein milden Winter die Ungräser und Unkräuter gut entwickelt sind, sollten umgehend behandelt werden. Auch durch Staunässe und Kahlfröste geschwächte Bestände haben sich größtenteils gut erholt. Damit können Applikationen zeitnah erfolgen. Flächen, auf denen eine Herbstbehandlung stattgefunden hat, präsentieren sich überwiegend mit guten Wirkungsgraden. Kontrollieren Sie die Wirkung auf Ihren eigenen Flächen aber auf jeden Fall und erledigen eventuell notwendige Nachbehandlungen ebenfalls umgehend. Für die anstehenden Behandlungen stehen von uns zum Beispiel Axial, Traxos und Avoxa zur Verfügung. Vor allem schwache Getreidebestände sollten dann auch zeitnah mit Stickstoff versorgt werden. Dieses Jahr sind die N-Min-Werte oft relativ niedrig. Das sollten Sie bei der Düngebedarfsanalyse berücksichtigen. NutriBioN kann als luftstickstofffixierendes Bakterium den Pflanzen zusätzliches N zur Verfügung stellen. Es kann in Tankmischung mit den Herbiziden ausgebracht und damit frühzeitig aktiv werden. Jan, soweit die Eindrücke aus meinem Gebiet. Wie sehen unsere konkreten Empfehlungen für den Herbizideinsatz jetzt aus? Vielen Dank, Ralf, für die spannenden Eindrücke aus dem Südwesten. Wie gehen Sie jetzt bei der Herbizidmaßnahme im Weizen vor? Für die Bekämpfung von sensitiven Ungräsern wie Ackerfuchsschwanz, Weidelgräsern oder Windheim eignet sich hervorragend unser Produkt Avoxa. In unbehandelten Flächen werden Unkräuter von Avoxa ebenfalls gut erfasst. Lassen Sie die Ungräser und Unkräuter nicht zu groß werden und starten Sie bei Befahrbarkeit mit der Maßnahme. Avoxa besitzt keine Drainageauflage und kann vor dem 15. März unter frostfreien Bedingungen eingesetzt werden. Weiterhin können Sie im Rahmen der Fruchtfolge Raps oder Zwischenfrüchte nachbauen. Was ist jetzt bei der Herbizidmaßnahme in Gerste und Roggen zu beachten? Hier vor Ort wurde beispielsweise die Gerste im Herbst behandelt und Unkräuter wie Raps, Taubnessel und Kamille wurden gut erfasst. Nachläufer von Ackerfuchsschwanz sind vermehrt zu finden. Hier besteht die Möglichkeit, bei sensitiven Biotypen in der Gerste mit Axial 50 nachzubehandeln. Diese Applikation ist auch unter kühlen Bedingungen möglich. Achten Sie hierbei darauf, dass die Luftfeuchte bei über 60% liegt, um die Wirkung abzusichern. Wenn Sie aktuelle Infos zum optimalen Spritztermin suchen, schauen Sie gerne in unsere Cropwise Spray Assist App. Im unbehandelten Roggen haben wir es häufig mit Windheim zu tun. Hier haben Sie die Möglichkeit, mit Axial komplett zu arbeiten. Gegen den Windheim hat Axial komplett sehr gute Wirkungsgrade und weist keine Resistenzen auf. Durch die Kombination mit Florasolam aus dem Axial komplett wird ein breites Spektrum an Unkräutern bekämpft. Kommen wir nun zum Thema Düngung. In unserer Region gab es im letzten Jahr eine Ausweitung der sogenannten roten Gebiete.
in denen der Düngebedarf um 20% reduziert werden muss. Hier haben Sie die Möglichkeit, diese Lücke mit unserer Biostimulanz NutriBioN zu füllen. Was ist NutriBioN und wie wirkt es? Die im Produkt enthaltenen Bakterien sind in der Lage, Stickstoff aus der Luft zu fixieren und der Pflanze zur Verfügung zu stellen. Diese Bakterien lagern sich sowohl auf dem Blatt als auch an der Wurzel an und vermehren sich dort. Der optimale Einsatzbereich für NutriBioN ist die Bestockung bis zum Beginn des Schossens. Die Bakterien sind sehr robust und in der Lage, Frostphasen oder auch längere Trockenphasen zu überstehen. Die Aufwandmenge ist 50 Gramm pro Hektar und eine Ausbringung in Kombination mit Pflanzenschutzmitteln ist möglich. Sollten Sie Fragen zur Mischbarkeit haben, melden Sie sich gerne bei uns. Im nächsten Feldreport werden wir uns mit dem Einsatz von Wachstumsreglern und ersten Fungiziden im Getreide beschäftigen. Nun bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die neue Saison.